Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir unsere Lieblings-Android-Spiele auf unserem Windows-PC hier, aber auch Android-Apps aus dem Play Store meinetwegen und überhaupt APKs auf unserem PC installieren und laufen lassen können. Vielleicht zum Testen, bevor wir es auf unserem Smartphone oder Tablet installieren. Oder weil wir ganz einfach einen größeren Bildschirm haben am PC und das sich beim Spielen zum Beispiel besser macht. Das geht wirklich sehr einfach. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein sogenannter Emulator, der uns das Betriebssystem, das Android-Betriebssystem auf unser PC emuliert. Zwar, ja, da gibt es natürlich einige. Ich will euch heute aber eins hier zeigen. Es heißt hier BlueStacks und es ist ein Emulator hier, der uns ein Android 7.1 hier auf, also Plattform, auf unserem PC emuliert. Ja, Android Nougat also. Allerdings wird hier mit dieser Anwendung hier ja nicht das ganze Android-Betriebssystem auf unserem PC emuliert, sondern wirklich nur die Spiele, ja, beziehungsweise die Apps, die APKs. Ja, wenn wir also oder ihr auf der Suche nach einem Emulator seid, um schnell und einfach Android-Apps auf eurem PC zu installieren und zu testen vielleicht oder spielen halt, das ist hier, denke ich, der richtige, ja, beziehungsweise ja, muss man einfach mal testen. Ich finde das ganz gut. Das ist kostenlos hier. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen. Das ist jetzt hier die offizielle Webseite. Und ich habe es, ich schließe oder minimiere das mal. Das sieht hier so aus. Ich habe es noch nicht installiert. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Sollte es eigentlich nicht. Ja, die Installationsroutine, das ist ja, ganz einfach die Windows-Installationsroutine hier. Einfach auf, weiter, weiter. Klicken. Hier kommt ein Hinweis. Ich habe das jetzt nicht gemacht eigentlich. Falls es da Probleme gibt, sollten wir also während der Installation hier unser Antivirus deaktivieren. Okay. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, aber ich denke, das sollte, wir werden sehen, ob das jetzt sauber durchläuft hier. Und ja, das Programm hier, dieser Simulator schon durch, abgeschlossen, okay. Finde ich deshalb so gut, weil das wirklich sehr einfach aufgebaut hier ist. Wir werden gleich sehen, also sehr übersichtlich halt und ja, einfach und intuitiv zu bedienen und es hat auch einen integrierten App Store, ja, so dass wir schnell, also ratzfratz, Apps und Spiele und sonst was installieren können aus dem Play Store direkt und wir haben auch die Möglichkeit, ja, einfach APKs zu installieren, die wir hier irgendwie lokal gespeichert haben oder ja, aus der anderen Quellen halt. Hier haben wir die Einstellungen. Ich klicke mal drauf. DirectX Open GL. Okay, hier kann man zack ein paar. Ja, kann man sich hier anpassen halt. Wie man das. Okay, ich lasse das jetzt mal auf hoch hier. Zack. Los geht's. Hier müssen wir uns, denke ich, an ein Google-Konto-Account hier anmelden wahrscheinlich, damit wir auf Play Store dann eben zugreifen können. Das ist jetzt hier das Shortcut, ich mache es einfach mal ein bisschen größer, das scheint jetzt aber irgendwie doch ein bisschen zu dauern hier. Okay, genau, ja, also ich melde mich jetzt mal an mit ein Tür vielleicht. Zack, das war falsch. Zack. Und mein Passwort hier.
Zack. Okay, ich stimme zu. Also das ist jetzt die ganze, ja, ganz normale Routine. Hier verwende Bluestack, du hast dich erfolgreich angemeldet. Okay, und schon ist das jetzt hier durch und gestartet. Sieht hier so aus, die Interface, ja, die Oberfläche. Hier, genau, wir können hier auch Punkte sammeln. Das könnt ihr nachher hier auf der Seite noch, wenn da Interesse habt, euch richtig, ja, also beziehungsweise ja, detaillierter informieren. Hier kann man damit jede Menge machen. Genau, sieht halt so aus. Hier ist übrigens unsere Play Store. Installierte Apps. Okay, ich habe jetzt keine. APK installieren. Ja, hier haben wir die Möglichkeit, eine lokal gespeicherte APK hier zu installieren und zu testen. Hier nochmal die Einstellungen. Skin ändern. Tipps zur Beschleunigung. Ich lasse das jetzt mal weg hier. Das könnt ihr euch nachher ja in Ruhe anschauen. Hier ist App Center, hier ist noch ein App Store irgendwie mit jeder Menge Spiele, ja. Tag. Top Rangliste hier. Ja, wir können also, ich installiere jetzt. Ich wollte gerne aber einmal unseren Play Store hier starten. Genau, das funktioniert auch. Also wir können jetzt einfach hier irgendein Spiel hier installieren oder irgendeine App. Und was habe ich jetzt gedrückt hier irgendwie? Genau, hier auf installieren, Konto abschließen, okay, überspringen. Und ja, also im Prinzip war das eigentlich auch schon alles. Ich wollte euch jetzt einfach mal, wir haben hier im Browser, sehe ich gerade. Okay, das ist cool, ich schließe das aber mal. Ja, ich wollte euch einfach mal diesen Emulator hier, den ich eigentlich ganz gut fand oder finde. Ja, das emuliert, wie gesagt, nur die Apps hier. Ja, beziehungsweise die Spiele. Hier gibt es ein Update. Ich lasse das jetzt mal, genau. Die Steuerung hier funktioniert mit, ja, mit der Tastatur hier, WSAD und so weiter, Q, Space, tralala. Oder mit der Maus halt, kann man sich anpassen. Ich will das jetzt nicht aktualisieren. Genau, und schon ja, kann es jetzt losgehen und wir können unsere Lieblingsspiele hier spielen, Apps testen und so weiter. Den Download-Link findet ihr unterm Video, wenn ihr da Interesse habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen, beziehungsweise überhaupt helfen. Oder dass ihr das interessant fandet. Ja, für Fragen oder Anregungen einfach einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Ansonsten ja, über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Oh, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.